wie sagt man dazu? Leiterin? Chefin? Fantastisch. Was ist macht hier? Immer jeder anders. Hallo und herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Wir sind wieder zurück und haben eine tolle Gesprächspartnerin gefunden. Das hat ein Jahr gedauert. Jetzt haben wir sie endlich hier bei uns im Burgtheater. Hallo, Lea Eickhoff. Hi, Tim. Hallo. Wie sieht's aus? Also, in diesem Jahr, wen haben wir denn da alles zu Gast beim Fantastiker? Ja, ich denke, wir haben da wieder eine ganz gute Vielfalt bieten können. Und zwar haben wir als Haupteck Nena mit dabei. Ja. Da ist man, weil man versucht ja bei manchen Künstlern immer schon über Jahre hinweg irgendwelche zu kriegen. Und da haben wir schon mal vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren das schon mal versucht. Und jetzt hat es dann tatsächlich geklappt. Das sind ja immer viele Faktoren, die da dann auch mitspielen. Dann haben wir Michael Patrick Kelly, für die Leute, die aus der Kelly-Family kommen oder die Kelly-Family damals gut fanden. Ja. Ist das natürlich ein absolutes Highlight, Freddy Kelly von damals. Ja, dann haben wir Stoppock mit dabei, okay. Cooler, ehrlicher Rock und Folk und Blues. Ja. Und dann haben wir was Lokales noch mit dabei, die Becker und Frau Sirp. Ja. Die waren ja schon öfter hier beim Fantastival und auch im Burgtheater vor 3 Jahren zuletzt. Also da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Die Sommernacht der Klassik haben wir immer. Das ist jedes Jahr, ne? Das ist jedes Jahr, genau. Wir versuchen immer bestimmte Sparten dann auch wirklich jedes Jahr durchzuführen. Sommernacht des Musicals ist natürlich auch wieder dabei, wo man ein Garant jedes Jahr ist, immer schon lange ausverkauft, wobei ich glaube ein paar Tickets gibt es noch. Okay, ein paar Tickets gibt es noch. Also. wie muss so ein Mix sein? Sagst du dann oder bestimmst du dann, wer hier hinkommt, oder musst du das in so einem größeren Team absprechen? Oder äußerst du Wünsche und sagst, so lange gehe ich den Leuten auf den Senkel, bis die hinkommen? Ja, exakt, das ist es. Aber man muss auch penetrant da hinterherhaken. Ja. Ja, also wenn ich das selber so bestimmen könnte, dann wäre das natürlich super, aber da hängen halt so viele Faktoren dran mit den Künstlern. Ist der Künstler gerade verfügbar? Passt das finanziell? Ne? Ich meine, gerade die Finanzierung bei so einem Ding ist immer halt ein riesengroßes Thema. Ne? Also wir sind auf Sponsoren angewiesen. Unser Fund ist, dass wir so viele Ehrenamtliche haben, die da mit Herzblut hinterhängen. Aber manche Künstler, wir haben halt wirklich nur 2000 Plätze. Ne? Wie hat das jetzt geklappt mit Nena, dass sie noch ein Zusatzkonzert gibt? Ja, das war tatsächlich, da habe ich mich selbst ein bisschen gewundert. Das passiert dann auch. Das war wirklich, das hat dann irgendwie gepasst. Also die ist halt auf Tour und genau an dem Termin beginnt sie ihre Tour. Und dann konnte der quasi noch davor geschaltet werden. Und waren wir dann irgendwie froh, dass das irgendwie hingehauen hat. Hier, der Herr Niedeken, der hat das mal lobend erwähnt, dass eines der geilsten Locations tatsächlich in Dienstagen war. Schön, ne? Spricht, ja, das ist geil, oder? Spricht sich das dann rum unter Künstlern? Oder also ich meine, Dienstagen ist ja jetzt schon bekannt, aber jetzt auch nicht so bekannt. Wie geht das? Sagen die dann, hier musst du unbedingt spielen? Ja, also den Direktkontakt haben wir mit dem Künstler eigentlich gar nicht. Also es geht meistens über die Agenturen. Ja, okay. Und manche Agenturen haben dann halt mehrere Künstler, die dann vertreten. Und da spricht sich das dann irgendwann schon rum. Also die Künstler, na klar, wenn jetzt Mittermeier zum Beispiel, ne, der hat so nette, liebe, tolle Worte gesagt. Das war so ein toller Abend mit dem auch. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine Mail bekommen, hör mal, wie wäre es denn nochmal? Ne? Und das ist natürlich das Optimum, wenn sowas passiert. Also wenn quasi die Künstler schon sagen, wir haben freien Termin, wie wäre es? Ne? Also das ist dann eine Sache, die erarbeitet sich man dann über Jahre hinweg. Aber generell frage ich ungefähr jeden an und gucke, was nachher klappt. Okay. Gab es mal für dich Situation, also du brauchst jetzt keinen Künstlernamen nennen, wo du gedacht hast, oh, der ist schwierig oder diejenige ist schwierig im Umgang, weil muss man nicht auch so einen Anforderungskatalog hier abschicken, was man alles haben möchte und so? Ja, andersrum, das kommt vom Künstler. Also, okay. Ich will das, also, sagt er dann. Ja, okay. Genau. Wie ist das so? Manchmal ist das dann schon, wo man denkt, ah, nee. Ich meine, jeder kennt das Burgtheater hier. Wahrscheinlich war schon mal irgendwann jeder mal in den Garderoben. Jeder weiß, dass das hier nicht das Luxusdings ist. Wir haben lange Zeit in die Stadtteile gehen können mit den Garderoben. Das geht ja jetzt seit der Schließung auch nicht mehr. Das heißt, wir sind im Rathaus. Das ist alles ein bisschen improvisiert. Also, es ist jetzt nicht das, was die vielleicht aus anderen Spielstätten kennen. Ja. Aber ich denke, wichtig ist, dass man den Leuten das hier irgendwie heimelig macht, dass man es sympathisch macht. Und dann funktioniert das auch. Und die Anforderungen, die wir bisher hatten, ja, mit denen sind alle Künstler erstmal klargekommen. So letztes Jahr mit Anastasia war so das erste Mal, wo wir wirklich gerödelt haben, wo wir viel
ja, anpassen mussten. Da waren, in dem Jahr waren viele Neuerungen und da gab es aber auch ein Doppelkonzert, ne? Ja, genau. Ja. Sie ist, hat die gesagt, auch das ist so schön hier, ich mach noch eins. Ja, dadurch, oder? Dass das auch so schnell war, haben wir dann noch lange überlegt und ob es dann irgendwie passt. Dann hat sie noch irgendwie was umgestellt, also sie ist dann irgendwie ganz komisch gefahren, aber es hat geklappt und so konnten wir dann halt zwei Sachen machen. Das war schon echt cool. Und ja, also ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt wissen, dass wir sowas geschafft haben, sind wir eigentlich für die nächsten Jahre ganz gut gewappnet. Aber klar, ist immer ein Kraftakt, vor allem, weil das bei uns ja auch immer so ein Mix aus, ich sag mal, Amateur und Professionalität ist, ne? Ja, okay, ist. Wir haben halt viele Ehrenamtliche, ne, die alle nicht in dem Bereich arbeiten. Ich bin jetzt die Einzige, die das halt hauptamtlich macht, die dafür irgendwie Geld kriegt. Ja. Aber gut, irgendjemand muss da halt übers Jahr hinweg dann auch dafür zuständig sein. Aber deswegen hat man natürlich immer Bereiche, klar, die sind dann halt mit Ehrenamtlichen abgedeckt. Aber, aber die haben ja auch Spaß, die haben in der Zeit gelesen, die bewerben sich ja schon. Oder, oder sind schon Jahre dabei. Nein, das ist auch das Schöne und ich denke, das ist auch so das, das Ding, was das Fantastival mitgibt. Da ist jeder mit Herzblut dabei. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass da ein Team gebucht wird, die den Zehner die Stunde kriegen, sondern die rufen mich vorher an und sagen, ey, Lea, bald geht's wieder los. Ne? Und, und das, also ich hoffe, dass das die Besucher dann auch merken, ne? Und dass das einfach... Ja, und dass dann so kleine Fehlerchen vielleicht dann auch verziehen werden, die dann einfach in der Summe dann an dem Veranstaltungstag dann vielleicht nicht perfekt sind. Aber irgendwie macht es das auch wieder aus. Wir sind nicht in allem perfekt, aber wir sind alle mit Herzblut dabei. Wir haben alle Bock darauf, um das zu machen. Und ja, ich denke, das hat sich so über die Jahre hinweg dann auch irgendwie gezeigt, dass das auch ankommt. Und dass es so ein Wir-Ding bleibt. Ne? Also das, welche Richtung findest du besonders spannend? Also jetzt aus deinem Herzen gesprochen. Musikgeschmack? Nein, allgemein. Ihr habt ja Comedy, Musik, Coverwelt, Musical, vieles dabei. Wo würdest du selbst sagen, wenn du jetzt eine Geschäftsführerin wärst, wie würdest du Geld ausgeben? Ja, also das sind die Konzerte, also generell Musikkonzerte finde ich am schönsten, weil einfach die Stimmung hier im Burgtheater, jeder, der schon mal hier war, der weiß einfach, dass man da irgendwie direkt mitgezogen wird. Und ich glaube, so mein persönliches Highlight war Milo 2012, weil das mein erstes Konzert war oder mein erstes Fantastival war. Und ja, da war irgendwie so ein Moment, wo du dachtest, boah, dafür war die ganze Arbeit und das war gut. Und ja, genau. Und ich glaube, das ist gerade so in so einem Job oder ich sag mal in der gesamten Eventbranche ist es so, dass du das schon irgendwie ansatzweise gerne machen musst, sonst hast du da irgendwann keine Chance mehr. Das ist dann, zerfrisst dich dann. Also ja, also generell Musikkonzerte finde ich, letztes Jahr Gregor Meile war grandios, immer mal wieder. Also ich habe oft Momente, wo ich hier stehe und mir denke, Die letzte Frage, die mich jetzt hier in diesem Bereich mal interessieren würde, wir gehen ja gleich zur Zentralwerkstatt. Welcher Künstler ist dir denn hier besonders gut aufgefallen, der sich vorbildlich vielleicht auch verhalten hat gegenüber anderen Mitarbeitern und so weiter? Wer immer toll hier ist, ist Volker Pispers. Ja. Der begrüßt jeden Ehrenamtlichen hier, Kai Magnus Ding. Ja. Ist ja auch, weil der natürlich bei, das sind auch Leute, die dann schon öfter da waren. Das ist dann nochmal, glaube ich, nochmal eine andere Bindung. Genau. Aber auch so Gregor Meile letztes Jahr so entspannt und einfach auf dem Boden geblieben und nett. Und das sind dann auch die Leute, die das dann auch würdigen. Michael Mittermeier war genauso, ne? Der dann wirklich dieses ganze Konzept dann hinter dem Fantastival auch versteht und nicht nur denkt so, ja, Bühne, ich mache jetzt meine Show, sondern sich dafür interessiert und das auch wertschätzt. Und das ist natürlich dann toll. Und ich denke, das ist dann auch das, womit wir dann weiter bei den Künstlern dann auch punkten können und bei den Agenturen, dass dieses Sympathische irgendwie rüberkommt. Super. Ja. Cool. Dann sehen wir uns gleich wieder in der Zentralwerkstatt. Jawohl. Und reden dann über Projekte. Ja. Ja. So viele versteckte Orte hier. Wo ist das Bergstation? Ja, das sage ich dir gleich. Sehr geil. Also das nächste größere Event ist dann hier Randal und Riebe. Genau, das ist jetzt am Wochenende. Okay. Dann kommt, wie gesagt, dieser Mädelströdel nochmal. Dann am Ende des Jahres nochmal ein Streetfood-Festival. Die Extraschicht haben wir. Aber alles deine Ideen? Ja, ich sag mal so, ich bin ja hauptsächlich jetzt eher so ein Vermarkter und Vermieter. Ja, das heißt, ich organisiere das dann nicht selber, sondern ich gucke halt, dass die Leute hier rankommen. Ja. Und Streetfood Festival, die hatte ich angeschrieben und gefragt, hatte ein paar Fotos geschickt und habe denen das einmal so gezeigt. Dann kamen die kurz darauf und haben gesagt, ja, machen wir sofort. Okay, ne? Also die sind, als sie dieses Werk hier gesehen haben, dachten, oh, ja, wir kommen. Ne? Also, und seit wann bist du jetzt hier tätig? Also wie kam das eigentlich zustande? Das wäre immer ganz interessant zu erfahren. Ja, das war so ein bisschen wegen der Ruhrtriennale, die war 2015 hier drin und da
da, die waren so die ersten, die das hier so richtig, richtig genutzt haben. Ich glaube, vorher noch mal so ganz einzelne Events, aber die haben das so ein bisschen so ja, hier hochgehoben als Veranstaltungsstätte. Ja. Und dann stand ich hier drin und dachte mir, oh, ist das toll. Ne? Ja. Ich meine, muss man sich mal überlegen, wir haben so ein tolles Burgtheater. Ne? Ja. Wir haben, also was ja, Dienstleister da so zu bieten hat, ne? das ist halt irgendwie echt eine coole Sache. Ja. Und da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Und da muss man, finde ich, auch das dann irgendwie hinkriegen, dass man sowas an der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und da hatte ich mich dann erkundigt, wie die Lage um dieses Gebäude ist. Die, das gehört aktuell der Rackmontan Immobilien. Ja. Und die versuchen natürlich, hier das, alle Flächen zu verkaufen. Und ich fragte, was denn so lange passiert, bis es verkauft wird. Oh, also, nichts. Okay. Da steht einfach dann, leer. Dann stand ich da und habe gesagt, oh, darf ich? Ja, und jetzt sind wir als Freilicht AG. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, dass ich quasi das in meinem Job machen kann. Ja. Ne? Also das heißt, es ist ein weiteres Projekt neben dem Fantastival. Und ich konnte die Leute aus dem Aufsichtsrat auch sehr schnell dafür begeistern, weil letztlich ist das ja wieder so eine Sache, wie damals auch die Freilicht AG entstanden ist. Es war das Burgtheater da. Und es sagten sich ein paar Leute, boah, hier muss was passieren, das ist so toll. Und dann durch eine Initiative wurde diese Spielstätte dann belebt. Und letztlich, habe ich das, war irgendwie ganz süß, weil ich habe das denen dann erzählt, dann dachte ich mir, ja, jetzt sagen sie bestimmt, Alia, jetzt mach mal dein Fantastival, das ist aber auch mal gut. Ne? Aber die waren alle sofort angefixt, du hast halt sofort das Funkeln wieder in den Augen gesehen. Ja, und das war dann so der Startschuss, dass wir jetzt quasi Mieter sind und ich mich einfach, ich sag mal, also einfach hört sich jetzt an, aber darum kümmere, dass andere Veranstalter hier reinkommen. Und was muss ein Event denn eigentlich so mitbringen, dass es ein Erfolg wird? Kann man das ist jetzt nur so recht umfangreich. Ja, aber würde mich mal interessieren, nein, weil ich habe ja auch so manchmal Veranstaltungen, manchmal läuft es sehr gut. Und manchmal, wir haben auch viele Angebote Dienstag, muss man sagen, an Kulturangeboten. Ja. Also Veranstaltungen, die parallel laufen. Und dann hat man da schon echt, ich will jetzt nicht sagen Arschkarte, aber da denkt man schon, warum. Ja. Ne? Was muss man, was, also du als Expertin kannst mir vielleicht mal so 2, 3 Tipps geben, wenn du jetzt... Trödelmarkt läuft, ist glaube ich auch ein Selbstläufer, oder? Ja, das gibt es seit Jahren überall. Aber ich glaube, was da dann wirklich dann wieder spannend ist, wo macht man es? Ja. Also zum Beispiel fragten mich ganz viele Leute, ja, ist das nicht eine Konkurrenz zur Stadthalle zum Beispiel hier? Ja. Und ich sage, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ne? Also alle Sachen, die hier stattgefunden haben, die hätten sonst nirgends in Dienstleitung stattgefunden. Ja. Und das ist dann wieder so das Besondere, was es dann zu einem Erfolg machen kann. Also es ist halt nicht einfach nur ein Trödel, sondern es ist in einer tollen Spielstätte und die Veranstalter, da versuche ich auch so ein bisschen, wie man das so kann, darauf zu achten, dass die auch irgendwie ein Ticken Herzblut, natürlich sind es alles auch, das ist auch ein Geschäft, ja, gar keine Frage, ne? Aber trotzdem, dass die irgendwie so ein bisschen Gespür für die Veranstaltung mitbringen, Geschmack mitbringen und mit Dekoration so eine Spielstätte dann auch genau so erscheinen lassen, wie sie ist, ne? Und das merkt man bei den Streetfood-Jungs, das ist total klasse, weil die ja nicht einfach nur hier ein paar Stände reinstellen, sondern weil alles so ein bisschen auch wirklich mit Liebe gemacht ist. Und das ist auch bei so einem Trödelmarkt so. Und das ist auch bei den Randall- und Triebe-Jungs wieder so. Ja. Ne? Das ist, ich glaube, das ist das, was man mitbringen muss, dieses besondere Etwas und natürlich irgendwie so ein, ja, ein Gefühl für, was gerade geht. Okay, ne? Und was wünschst du dir jetzt so an Veranstaltungen für die Zukunft hier? Ja, da ist mein Kopf natürlich komplett voll. Aber hier könnte man da so schön Konzerte. Ja, oder? Ja. Also, Problem ist so ein bisschen, das ist natürlich, oder so hat das ja auch alles angefangen, es ist letztlich eine Werkstatt gewesen. Ne? Das heißt, wir mussten erstmal mit recht viel Aufwand, mussten wir hier überhaupt, ich sag mal, gewisse Strukturen reinbringen, die eine Veranstaltung ermöglichen. Also Feuerlöscher, Fluchtwege, also so Ausschilderungen, Sicherheitsbeleuchtung, weil das war komplett vom Strom. Ja. Wir haben kein Wasser hier drin, wir haben keine Heizung drin. Okay. Eigentlich ist es für eine Veranstaltung alles scheiße. Ja. Aber wir machen es halt trotzdem. Falls wir es können. Ja. Ja, gut, okay. Und natürlich sind die Bedingungen, hier Veranstaltungen zu machen, irgendwie doof, aber trotzdem versuchen wir das halt immer irgendwie dann doch nach vorne zu bringen. Und ich fahre ja im Moment so sehr zweigleisig. Also einmal gibt es dieses temporäre Geschäft, wirklich zu gucken, jetzt in dem Zustand, wie die Halle gerade ist, einfach was zu schaffen. Und das andere ist natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen weiter denkt, wäre es natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hätte, sowas zu sanieren. Und dann sind auch die Möglichkeiten, was man hier drin machen kann, wieder ganz andere. Jetzt in die vorletzte Frage, bevor wir jetzt zum Zinsgeschäft kommen. Du bist Bulli-Fan gewesen. Ja, ja. Wie kam die Liebe da zustande? Ja, ich glaube, so was hat man. Okay, so was muss da sein. Ja. Wie viel fährst du selbst? Also ich habe selber einen T3-Bus und ja, habe den seit, ich weiß gar nicht, locker 4, 5 Jahren. Ja.
Und ja, macht damit halt Urlaube. Das ist ein Fanclub oder so, ne? Fanclub. Nein, da gibt es einen Bulli-Fanclub. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also wir haben einen Stammtisch gegründet hier, okay, in Kunstlaken. Ja, ich habe nicht echt recherchiert. Es gibt einen Bulli-Stammtisch. Das ist so auch wieder so, das passiert manchmal einfach irgendwie so. Ich bin halt, wie gesagt, Bulli-Fan, habe auch einen Bus, aber kann natürlich nicht schrauben. Ja, so, okay. Das heißt, da musste man sich dann so ein Netzwerk zusammensuchen von Leuten, die das eventuell können, und dann profitiert der eine vom anderen. Okay. Macht ihr dann auch so Touren? Ja, machen wir auch. Okay. Und ja, da war es jetzt eigentlich eher so, dass ich sagte, hey, komm, lass uns doch einfach mal treffen, weil ich gemerkt habe, wie viele Leute in meinem Freundeskreis auch einen Bus haben. Ja. Ne? Und ja, das war dann irgendwie der Startschuss dafür, dass es dann so ein Stammtisch wurde. Und dann war beim ersten Mal waren plötzlich schon 11 Busse da und ja, jetzt beim zweiten Mal schon über 50. Okay. Also das war, da waren wir selbst so ein bisschen überrannt. Aber ja, war eine tolle Entwicklung. Und genau das ist natürlich das Schöne, dass sowas hier möglich ist. Okay. Ne? Das ist wieder dieses einfach mal machen. Mal gucken, was passiert. Jetzt die Frage, wo können wir den Zitrischnellcheck machen? Ja, vielleicht im Bernsteinzimmer? Ja, im Bernsteinzimmer wäre schön. Nein, eigentlich haben wir keins, aber wir finden auf jeden Fall noch einen anderen schönen Ort. Ja, gut, okay. Dann sag ich mal bis gleich. Okay. Dann kommen wir zur letzten Rubrik, unserer Lieblingsrubrik, der Cities Schnellcheck. Scheiße, jetzt habe ich mich versprochen. Egal. Ich sag nochmal. Und wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik, dem City Schnellcheck. Und zwar, Lea, welches Buch liest du aktuell? Welpenerziehung. Also, welchen Hund hast du denn? Einen kleinen Labrador. Ah, okay. Wie alt? 9 Wochen. 9 Wochen? Ah. Und hört auf den Namen. Guck nicht in die Kamera übrigens. Und hört auf den Namen? Anton. Okay. Deine Lieblingsmusik? Oder was hörst du aktuell? Sagen wir mal so. Ganz aktuell Chris Cornell, weil der heute leider verstorben ist und der mich irgendwie begleitet hat in meiner Jugend, und deswegen habe ich heute sehr viel Chris Cornell gehört. Generell sehr gerne ein bisschen was Rockiges mit Gitarre auf jeden Fall. Welche Location kannst du neben dem Burgtheater noch empfehlen? Die Zentralwerkstatt. Hast du nicht ausgeschlossen. Sehr gut. Nee, aber jetzt fernab von Dienstlagen. Fernab von Dienstlagen? Als Spielstätte? Ja. Gelsenkirchen, ja. Amphitheater, okay, ist ganz schön. Ja, wir haben ja hier in Dienstlaken alles. Ja, na, wir haben alles. Einige, ja, das ist, Facebook oder Instagram? Beides. Okay, muss man nutzen beides? Was würdest du sagen, bringt das eine Menge, wenn man eine Veranstaltung über Facebook bewirbt? Ja, das bringt eine Menge. Mit dem Bulli geht es nach? Letztes Jahr Kroatien, dieses Jahr weiß ich noch nicht, aber werden wir uns was einfallen lassen. Okay, jetzt haben wir, also mein Lieblingswitz, das hat der Heidinger mal so wunderbar gemacht, für diejenigen, die das noch wissen. Ja. Hast du einen Lieblingswitz? Ja, aber bei sowas habe ich immer einen Joker. Ein Freund von mir ist der beste Witzeerzähler der Welt, den könnte ich jetzt anrufen. Heißt der Markus Krebs? Nein, der ist noch besser. Der heißt Easy, und okay, Easy weiß die besten Witze. Den könnte ich auf jeden Fall jetzt anrufen, aber einen weiß ich. Was macht ein Konditor ohne Arme und ohne Beine? Rumkugeln. Ich finde, ich lache jetzt immer gut. Okay, und jetzt können wir noch den Aufruf machen, dass die letzte Frage, da bist du auch, das ist ein sehr, sehr sympathisches Gespräch, fand ich mega. Die letzte Frage, und zwar gibt es noch Karten für Nena. Einige denken, es ist ausverkauft, aber da können wir vielleicht nochmal sagen, dass es Möglichkeiten gibt, auch noch für ein paar andere Veranstaltungen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Krux an der Sache, wenn eine Veranstaltung schon mal ausverkauft ist. Es gibt noch Karten für Nena, es gibt noch Karten für alle Veranstaltungen beim Fantastival, und ich würde empfehlen, die zu kaufen. Okay. Und dann nochmal die Termine, wann fängt es an und wann hört es auf? 6. bis 15. Juli im Burgtheater und Burginnenhof in Dienstlaken. Okay, das war's. Lea, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke auch. Und wir warten dann einfach noch ein Jahr, dann haben wir den nächsten Stadtgesprächspartner. Genau. Sehr gut, danke schön. Siehst du, alles mal wieder so in Gefahr und so. Das ist fantastisch. Ja, ist das eigentlich die Zeit für die Gewitter, ne? Ja. Das müsste ja nochmal sein, oder?